Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute zum Thema: Droht in Texas ein Bürgerkrieg? Wenn Sie das interessiert und gewisse Hintergründe, die ich Ihnen dazu erzählen möchte, die Ihnen die Tagesschau eben nicht erzählt, dann hören Sie mir einfach weiter zu. Und vielleicht auch ein paar Parallelen, die wir hier in Europa haben. Und zwar habe ich hier mal exemplarisch diesen Artikel der Tagesschau, viel mehr als ein Streit im Stacheldraht, was ist passiert. Der böse Trump hat ja die Grenze zumachen wollen und Biden hat sie wieder aufgemacht. Und ja gut, und Texas hat sie zugemacht. Jetzt gibt es ein Ultimatum vom Herrn Biden, dass er Militärs schickt, um die Grenze weg, um die Grenzumzäunungen da wegzuräumen. Wobei es da so ist, dass die Texaner quasi Militär haben und die lassen es jetzt drauf ankommen und jetzt läuft demnächst das Ultimatum aus. So. Und dann kommt noch der Gimmick bei der ganzen Geschichte, dass 24 oder 25 andere Staaten Texas, dem Staat Texas, zu Hilfe eilen würden. Das haben die fest zugesagt. Und Texas sagt, wir berufen uns nur auf Recht. Wir schützen die Grenze vor Eindringlingen. Wir dürfen das von der Verfassung soweit. Das hat ein Bericht, hat der Kanal von Thomas Gast vorhin berichtet und auch Vermietertagebuch hat da auch seinen Bericht darüber, was da jetzt abläuft. Und meines Erachtens liegen die Dinge noch ein bisschen tiefer, da ich natürlich auch Kanäle von Verschwörungstheoretikern lese, natürlich lesen muss. Spannenderweise ist bei denen meistens die Literaturstelle zitiert, wo sie ihre sogenannte Verschwörungstheorie haben. Und bei den anderen, wenn wir unsere Korrektiv und so weiter sehen, da ist es selten was dabei. Und zwar haben offensichtlich die Amerikaner da irgendwie die Nase voll. Und zwar laufen da gerade in Amerika noch einige andere Dinge, von denen Sie natürlich, lesen wir das hier mal durch, auf jeden Fall, warten wir das. Und jetzt ist das hier erklärt, aber der Stacheldraht, auch mit dem Migranten auch schon verletzt wurden. Ja gut, das ist dieser Militärstacheldraht, dieser eklige, der so flach gedrückte, der ist kein normaler Stacheldraht, sondern so ein echt Verletzungsstacheldraht. Das ist halt Tagesschau, Nina Barth, und die ist natürlich voll auf der Seite der Migranten. Und am Ufer des Rio Grande und so weiter, aber mit dem Stacheldraht durch den Migranten schon widersetzt Abbott eine Entscheidung des obersten Gerichtes die USA. Die USA haben nämlich gesagt, er soll den wegräumen und Abbott sagt, macht er nicht. Also das ist irgendwie der Gouverneur von Texas. Gut. Und der sagt, ich lasse keine Kriminellen hier rein, ich muss das sogar machen, das ist durch Recht und Gesetz gedeckt. So. Abbott hat zahlreiche Unterstützer, da steht 25 von 26 republikanischen Gouverneuren, hat Abbott in einem Land wurden zugesichert und so weiter. Seit Jahren andauernde Streit zwischen Republikanern und Demokraten ist für Donald Trump ein zentrales Thema. Der hat ja gesagt, make America great again. Und Biden lässt dann Leute rein und ja gut, und dann geht es auch um die Entscheidung über die Ukraine-Hilfen. Und da eskalieren ja die Sachen über mehrere Sachen. Jetzt ist es so, erstmal, was sagt Ihnen die Tagesschau nicht? Wie viele Migranten sind da reingekommen bis jetzt? In Amerika habe ich gelesen, 6 Millionen. Amerika hat Einwohner 240 Millionen, also das ist genau das Dreifache wie Deutschland. Das heißt also, ja gut, wir haben ja, so selber wie 2 Millionen. Deutschland, die haben 6 Millionen reingelassen. Jetzt sagt Texas, niet, es reicht. So. Und dann gibt es ja noch, was ich in einem anderen Sachen schon berichtet habe, den Bericht über die Ukraine-Hilfen. Und jetzt hat ja so ein Demokrat in demokratischster Manier zu den Republikanern gesagt, das wurde durch Tucker Carlson auf X bestätigt, dass die Demokraten zu den Republikanern gesagt haben, wenn ihr uns kein Geld für die Ukraine gibt, schicken wir eure Söhne gegen Russland in den Krieg. Das haben die Demokraten in ihrer ureigensten Bünks gesagt. Ja, das haben sie hier auch nicht erfahren. Und dann gibt es noch so ein paar Nicklichkeiten, die man hier in Deutschland, weil ja USA so ein tolles Land ist, nicht
erwähnt. Da, und zwar geht es darum, jetzt habe ich etwas den Faden verloren, ich muss wissen, wo ich anfange. Und zwar ist erstmal jetzt der Bericht vor wenigen Tagen rausgekommen, nicht Epoch Times, irgendwo ist es, ich gucke mal, ich lege es Ihnen drunter, ist der Bericht ist raus über Bidens Sohn, Hunter Biden, mit 660 Seiten hat der Bericht, was da alles ist. Und da steht irgendwie, dass das ungefähr 450 oder 550 Rechtsverletzungen gewesen wären. Und scheinbar gab es da auch Sachen, was der Herr Biden selbst, der Präsident Biden von seinem Sohn da eben gewusst haben muss. Und darüber kann er dich Joe Biden stürzen. Das ist die eine Seite. Und in dem Bericht, offensichtlich ist es in dem Bericht, das ist jetzt reine Verschwörungstheorie, also muss ich mich gleich disclaimern, kommt auch irgendwie raus, dass offensichtlich das System der letzten scheinbar demokratischen Präsidenten ein Netz von Pedos gewesen ist. Das muss man auch dazu wissen. Und wenn man davon ausgeht, dass gerade die Texaner sehr konservative Leute sind, geht das für die gar nicht. Das kommt da so nebenbei scheinbar raus. Übrigens hat ja unser Mr. Wissen to go hat ja gesagt, das würde den Herrn Hunter Biden halbnackt abbilden, diese Fotos in diesem Bericht. Also er lässt sich da gerade einen dingsen. Also was der Herr Mr. Wissen to go oder halbnackt versteht, das ist nur Funk, Mediengruppe, das ist komplett, das ist klasse, ist das, ja. Da ist er noch halb angezogen sozusagen, also da das glauben sie echt nicht, ja. Da kommt diese Sache, kommt eben dann daraus und aus dem Grund ist es natürlich, also so, nicht natürlich, also von der Seite sehe ich das, dass hier gerade die konservativen Staaten, die insbesondere auf der Trumpschen Seite stehen, wobei Trump sagt, ich habe noch nie einen Krieg angefangen, hier die Nase voll haben und jetzt gibt es hier, und dann gibt es noch was, ach so, ja. Und dann musste der Herr Joe Biden zugeben, dass Waffen im Wert von einer schlappen Milliarde Euro irgendwo in der Ukraine versickert, einfach irgendwie versickert sind. Kann ja mal passieren, dass Hightech-Material in der Ukraine für eine Milliarde versickert. Und naja gut, und die Korruption seines Sohnes Hunter Biden war insbesondere im Jahre 2014, kurz nach diesem Umsturz und nachdem Russland in die Krim einmarschiert ist, natürlich lustigerweise genau da. Da hat er aus irgendwelchen Gründen, ohne irgendwas anzumelden und so weiter, $50.000 pro Monat bekommen. Das hat er irgendwie schon gesühnt, das muss man dazu sagen. Dann hat er noch gekokst rum und hat sich noch Waffen besorgt, obwohl er das als Vorbestrafter irgendwie gar nicht darf, mit Drogen vorbestraft. Da ist nämlich Waffenbesitz verboten und so weiter. Und jetzt ist vor zwei oder drei Tagen, ist der Bericht, müssen Sie mal suchen, auf dem Internet gibt es als PDF, vernünftigerweise einige Dinge verdeckt, die nicht jugendfrei sind. Und der Bericht ist jetzt raus und deswegen gibt es da in Amerika gerade richtig Trouble, weil die einen wollen nichts mehr für den Krieg geben, weil Trump hat ja gesagt, ich werde den Krieg innerhalb von kürzester Zeit abstellen, was ich nicht glaube, dass das in dem Krieg noch geht, aber das ist ein anderes Thema. Und mit diesen Hintergrundinformationen, dass da eben dieses komische Netzwerk gibt, dass die Waffen versickert sind, dass diese Drohungen gegenüber dem politischen Gegner dann kommen, dass die Söhne in den Tod zu schicken und so weiter. Und jetzt scheint das da richtig zur Sache zu gehen. Und dann, der Herr Thomas Gast sagt dann noch was, ja auch noch so, wenn da unten vorbei, der Biden will ja normales Militär schicken, um das texanische Militär wegzuräumen. Tja, wenn beim normalen Militär Texaner dabei sind, dann könnten die mal schnell überlaufen, dann könnte das auch ziemlich schief gehen. Ja, und im Moment gibt es ja halt auch noch so Sachen im Jemen und so weiter, wo die USA mal schnell Jemen bombardieren. Das ist auch durch kein... Und jetzt ist da scheinbar irgendwie in Amerika ganz plötzlich einiges am Bröckeln, gerade bei den Demokraten, wobei bei diesem Netzwerk natürlich auch Herr Obama dabei war und unser Herr
BC, nicht BJ, sondern BC, der Präsident BC, der sich da aber ein BJ hat machen lassen. Und das geht da im Moment in Amerika durch die Presse. Und jetzt haben die scheinbar einige Leute da die Schnauze voll und begehren jetzt auf. Ja, da sind halt da ein paar Staaten. In diesem Sinne, das ist so, wie ich das ein bisschen politisch verknüpft sehe. Das ist nicht nur, dass die die Grenze dazu machen wollen, sondern die Amerikaner haben ja einen ganz anderen Informationsstand als wie die Deutschen. Uns wird es maulsauber gehalten, weil wir ja diese ganz tollen Journalisten haben, wo jetzt rauskam, dass, glaube ich, der Südtiroler verdient im Jahr 2 Millionen Euro, also absurd hohe Gehälter durch unsere GEZ-Beiträge. Die haben wirklich 2 Millionen als Moderator, ist schon nicht schlecht. Und Böhmermann eine knappe Million, oder nicht ganz, aber so um den Dreh, 3/4 Million. Und uns wird ja das Maul sauber gehalten, und während beispielsweise ja die New York Times berichtet hat, dass die Ukraine am 6.9. ihre 17 eigene Zivilisten umgebracht hat, das hat Reuters mitgeteilt, bekommen wir sowas in Deutschland ja gar nicht erzählt. Wir behaupten immer noch, es steht immer noch drin, es gab einen Beschuss am 6.9. und es wird so getan, als ob es die Russen waren. Als da jetzt 16 gestorben sind, vom Anfangsdings waren es 17, wird so getan. Dabei wissen die Amerikaner, wird nochmal, Amerika ist das ganz offen in der Presse vermeldet worden, dass die Ukrainer am Tag, bevor Baerbock den Ukrainern das natürlich wieder Waffen zugesichert hat, dass die Ukrainer selbst ihre eigenen Zivilisten beschossen haben. Man kann natürlich sagen, das kann reiner Zufall gewesen sein, aber das ist schon ein sehr großer Zufall, dass am nächsten Tag dann die Leute Waffenlieferungen dann machen. Und aus der Summe dieser ganzen Sachen sehe ich, dass da einige Amerikaner, dass da jetzt, wenn es dumm läuft, Joe Biden noch viel früher fällt gegenüber Trump, weil er einfach nur zu viel Mist gebaut hat. Und da kann es jetzt richtig abgehen. Und das könnte auch zum Bürgerkrieg führen, weil da die Republikaner sagen, ihr kriegt jetzt Geld, wenn ihr die Grenzen zulässt. Und im Moment geht es da übel ab. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal zu diesem Thema. Muss immer mal auf der anderen Seite auch mal gucken, was die da sagen. Tschüss.